Diese Diskriminierung durch künstliche Intelligenz, die entsteht ganz häufig dadurch, dass die Daten, mit denen das System irgendetwas gelernt hat, dass die eben schon unsere Gesellschaft so wiedergespiegelt haben, wie sie ist, nämlich nicht diskriminierungsfrei und nicht objektiv. Es ist so, dass heutige Bilderkennungssysteme viel besser funktionieren für hellhäutige Menschen als für dunkelhäutige Menschen. Und der Grund dafür ist, dass die mit zu vielen hellhäutigen Menschen trainiert worden sind. Das heißt, die Bilderkennungssysteme wurden eben nicht auf alle Menschen trainiert, sondern auf Daten, die schon Diskriminierung beinhalteten. Und das sorgt dann dafür, dass der Algorithmus eben das Falsche lernt oder unvollständig lernt. Und am Ende dann diskriminiert. Anderes Beispiel ist Spracherkennung. Spracherkennung, zum Beispiel die automatisch generierten YouTube-Untertitel, die funktionieren natürlich am besten, wenn man ordentliches Englisch spricht, mit anderen Sprachen schon schlechter und schlechter, wenn man regionale Dialekte spricht oder nachgewiesenermaßen auch schlechter zum Beispiel für afroamerikanische Bürger, die eben so ein gefärbtes Englisch sprechen. Es ist ja so, dass wir jetzt in allen Lebensbereichen immer mehr Daten generieren. Im Arbeitsleben werden die Prozesse digitalisiert. Wir hantieren die ganze Zeit mit Computern, elektronischen Geräten. Bei allem, was wir machen, generieren wir Daten. Und deshalb wird es zukünftig auch immer stärker so sein, dass natürlich diese Daten, die wir generieren, auch für alle Arten von Entscheidungen genutzt werden oder allen möglichen Systemen als Lerndaten wiederum dienen. Und wenn ich jetzt auf Basis von solchen Daten Entscheidungen treffen möchte, dann muss ich mir immer die Frage stellen, ob die Daten, die ich da ursprünglich verwendet habe, ob die eigentlich diskriminierungsfrei sind. Und das sind sie in der Regel von alleine nicht, weil das Leben nun mal nicht diskriminierungsfrei ist. Die Gefahr besteht jetzt daran, dass ich denke, dass automatisch datenbasierte Entscheidungen objektiv und richtig sind. Das ist einfach nicht der Fall. Also wie man so schön sagt, man kann jede Statistik selber fälschen, man kann jedes Ergebnis mithilfe von Daten darstellen. Und bloß weil ich Daten verwende, sind sie eben nicht objektiv. Und das ist eigentlich das Gefährliche, dass ich mir dessen bewusst bin, dass da trotz der Verwendung von Daten und Algorithmen und Analysen eben trotzdem dieses Diskriminierungspotenzial da ist.